Ja, hallo, schönen guten Tag und ich heiße Sie recht herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Likebike. Heute möchte ich Ihnen wieder ein neues Modell von uns vorstellen und zwar den Likebike Tarkek. Ja, wie Sie sehen können, haben wir hier ein wunderschönes blaues Modell. Von den Farben her haben wir drei verschiedene Farben zur Auswahl. Einmal blau, wie hier auf dem Video. Dann haben wir einmal in Rot und einmal auch in der weißen Farbe. Das Modell hat, also wir haben zwei verschiedene Varianten. Einmal mit 600 Watt und einmal mit 1500 Watt. Bei allen beiden Varianten haben wir eine Endgeschwindigkeit von 25 km/h und eine Reichweite von ungefähr 40 km. Mit seinen 72 Volt und 20 Ampere Batterie ist das Modell, sage ich mal, üppig ausgestattet. Wenn wir von vorne anfangen, vorne haben wir ein kleines Display, was uns natürlich den Ladezustand von dem Akku zeigt, die gefahrenen Kilometer und die Geschwindigkeit, die wir eben halt fahren. Vorne verfügen wir über hydraulische Scheibenbremsen, was wir hier auch vorne sehen können auf der linken Seite. Und hinten haben wir ganz normal eine Trommelbremse. Die Lampen vorne, ich weiß nicht, ob das wegen dem Licht man sehen kann, ist LED-technisch. Und die Blinker haben wir ebenfalls in LED-Technik. Wie wir das hören können, ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt. Es wird mit einem Signalton angegeben, dass wir eben halt den Blinker entweder nach links oder nach rechts ausgesetzt haben. Auf dem Lenkrad haben wir wie üppig einmal für den Scheinwerfer oben die Taste, darunter den Blinker entweder links oder nach rechts. Zum Ausschalten müssen wir einmal den Knopf in der Mitte drücken. Unten haben wir die Taste für die Hupe, jeweils auf der rechten Seite unten haben wir die Hupe. Darüber haben wir den Schalter fürs Licht und darüber haben wir eben halt einen Wahlhebel für den Vorwärts- oder den Rückwärtsgang, was auch mit einem Signalton angegeben ist. Neben den Schaltern befindet sich der letzte Schalter. Das ist ein Wahlhebel für die Fahrmodis, wo wir zwischen drei Fahrmodis auswählen können, von Low, Medium bis zu High. Wie schnell wie das Elektromobil fahren soll, also das Elektro-Dreirad, und wie doll er, sage ich mal, am Gas sein soll. Ja, wie wir sehen können, wenn ich den Schlüssel rausnehme, hier die hintere Sitzbank ist ja sehr bequem und auch sehr weit ausgestattet. Also im Fern von der Breite her ist es sehr weit. Und wenn wir hier den Laderaum öffnen, wenn ich den Schlüssel treffe, so, und den Schlüssel einmal drehe, dann können wir hier einen Laderaum schaffen, wo wir, sage ich mal, unser Kasten Bier oder den Einkauf oder andere Dinge reintun können. Also das Fahrzeug hat eine zulässiges Gewicht, also womit wir noch extra beladen können, von 235 Kilo. Also da geht schon ordentlich was rein. Und falls wir den Sitz brauchen, mit einem Griff wieder schließen. Und das Ganze ist hier hydraulisch gelöst mit dem Sitz. Ja, vorne das Platzverhältnis ist, sage ich mal, nicht so optimal für größere Menschen wie ich. Also ich bin 1,94 Meter und um die 117, 118 Kilo. Und deswegen würde ich eher den Kollegen bitten, eine Runde damit zu fahren, weil ich kann Ihnen mal zeigen, also mit meinen 1,94 Meter ist leider das Platzverhältnis hier vorne ein bisschen klein. Also deswegen würde ich mal den Kollegen bitten, hier hinzukommen. Und noch eine wichtige Sache, bevor ich das vergesse. Hier rechts haben Sie quasi die Handbremse, wie man das auch von den Autos kennt. Und wenn man die Handbremse zieht, so wird auch das hintere Rad quasi
gebremst. Also wir haben hier nur ganz normal, wie auf dem Motorrad, können wir hier nur vorne rechts die Vorderradbremse aktivieren und die Hinterradbremse wird eben halt mit dem Pedal betätigt. Ja, ich nehme mal die Kamera und dann bitte ich den Kollegen mal eine Runde zu fahren. Damit. Ja, ganz einfach die Handbremse lösen. Ja, und am Gashebel ziehen. Und schon fährt das Gerät. Wie gesagt, es hat eine Endgeschwindigkeit von 25 km pro Stunde. Und ist auch mit einem Rückwärtsgang ausgestattet. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt den Signalton hören. Also man kann damit auch optimal rückwärts fahren. Und eben halt die LED-Scheinwerfer von vorne. Sieht das Fahrzeug sehr robust aus. Wir sind hier auf einem Privatgelände von uns. Und ja, wie Sie sehen können, ist das super am Gas. Erreicht auch die 25 km pro Stunde, auch unter Belastung sehr schnell und sehr zügig. Kann man schön damit wenden. Und ja, von den Farben her, wie gesagt, weiß, rot und blau haben wir momentan zur Verfügung. Wir können dieses Modell mit ganz normalen Bleisäurebatterie geben. Oder wenn Sie wollen, natürlich mit Lithium oder ganz neu Graphenbatterie. Und dazu werden wir später dann auch ein neues Video online stellen, wo wir eben halt erklären, was die Unterschiede zwischen Bleisäure, Graphen oder Lithiumbatterie sind. Ich hoffe, Ihnen hat das Video von uns gefallen. Falls Sie noch Fragen haben, gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite oder gerne unsere Homepage und da unter der Telefonnummer anrufen und wir geben Ihnen weitere Informationen zu diesem Modell oder auch eventuell zu den anderen Modellen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte lassen Sie uns einen Daumen nach oben da und bitte abonnieren Sie unseren Kanal, falls Sie die anderen Videos, die neuen Videos von uns nicht verpassen wollen. Wir danken vielmals, auf Wiedersehen.